So, seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Far Cry 6. Und ich hoffe, dass es jetzt geht, weil das stürzt dauernd ab, seitdem ich den neuen Computer habe, beziehungsweise der alte, aber komplett, mehr oder weniger komplett erneuert. Jetzt habe ich es aber vorhin deinstalliert und nochmal neu runtergeladen. Jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt geht. Und wir sind bei der Mission, Hauptmission, Einsatz ist die Hauptmission, chirurgisch präzise Extraktion. Na gut, und da müssen wir hier in der Nähe was abholen. Und dann mache ich da mal ein, ja, Schnellreise, da stürzt es immer ab. Jetzt versuche ich mal, warte, Wegpunkt, und jetzt fahren wir mal hin. Schauen wir mal, ob es dann... Can't come in this ride, amigo. Und es ist aber immer noch auf Englisch. Ich habe es neu installiert, aber es ist immer noch Englisch, die Sprache hier. Gut, aber na gut, na damit kann man leben. Ja. Hauptsache, es stürzt nicht ab, weil ich will das natürlich zu Ende spielen, was aber nicht geht, wenn es immer abstürzt. Dann geht es ja. Und es sind ja noch drei DLCs dann hier zu spielen. Da liegt einer. Drei DLCs, die wir natürlich auch wollen, wenn schon, wir haben es gekauft, ich habe das für 100 Euro, Dings da, wie heißt es dann, Prime Edition, nee, wie heißt es, Komplettpaket für 100 Euro, 99 Euro oder so, ja, Wahnsinn, und dann wollen wir es auch spielen. Na gut, schauen wir mal, ob es jetzt geht, wir werden es ja sehen, gut. Da müssen wir was holen. So weit war ich schon, dann ist es abgestürzt. Hat es anscheinend nicht gespeichert. Jetzt war so, da war ich schon, ja. Pass auf, ich muss da reingehen. Das liegt da drinnen. Jetzt pass auf. Das liegt da drin. Und ich, upla, da kommt einer. Und ich spiele mit Trainer. Müsste eigentlich funktionieren. Und das liegt da drinnen. Jetzt warte, das habe ich aber schon. Genau, das hatte ich schon. Das ist eine wichtige Nachricht. Die haben wir aber schon, oder? Na gut. Und das ist das Päckchen, das brauchen wir. Genau, Medizin. Und jetzt haben wir alles, oder? Das hat man auch. Oje, Matthias, I got the meds. Na gut. Muy bien, Dani. Muy bien. Man kann es ja lesen hier. See you soon. Auf Deutsch. Du kannst es auf Vollbild schalten und dann unten lesen, was die Kollegen hier quatschen. Und, na gut. Und jetzt muss ich bringen die Medikamente. Wo müssen wir die hinbringen? Ah, da setzen wir jetzt einen Wegpunkt. Und, wohin? Oh, wei. Dahin. Bla bla. Wegpunkt setzen. Gut. Ich wollte eigentlich mit dem Hubschrauber fliegen, aber ich habe jetzt auf die Schnelle keinen Hubschrauber gefunden. Und dann schauen wir mal, dass wir es hier... Wie gesagt, Schnellreise, da stürzt es immer ab. Ist aber auch so schon mal abgestürzt. Na gut, schauen wir mal, vielleicht geht's. Aber wie gesagt, für 100 Euro, da will ich es auch zu Ende spielen. Und die drei DLCs natürlich auch noch. Die wollen wir auch noch. Hier brennt schon im Angebot. Ist gar, oder? Muss man jetzt nicht. Also, dann mal rein hier. Und ich grüße alle, ganz besonders grüße ich die liebe Uschi aus meinem Forum auf laraweb.de. Und die lieben Arbeitskollegen, den Sondler Felix, danke für deinen Kommentar, den Markus und den Roland. Und ja, und mir geht es soweit, ich bin im Homeoffice, also mir an sich geht es mir gut. Ja, bloß dass ich also wieder mal krank geschrieben bin, aber naja, was soll's, ja, kann man sich nicht aussuchen. Und da müssen wir jetzt rein, jetzt warte da, aha, kann man da nicht irgendwie, jetzt warte, bin ich da jetzt falsch oder nicht? Müssen wir Gelände fahren hier, hallo. Muss da hin. Gut, geht's da, ein Wildschwein. Da ist, was ist denn der? Ach, das ist ein Flugplatz hier. Aha, gut zu wissen. Oh, Rückwärtsgang. Und jetzt, wie komme ich denn da rein? Sind wir natürlich wieder falsch rum. Oh, Gelände. Oh, weia. Na gut, hier absteigen und den Rest müssen wir zu Fuß schaffen. Sprung.
Aha, da ist hier sonst noch was. Warte, na gut, dann gehen wir da jetzt mal rein. Klettern, nee, ich brauche nicht. Oh, hoffentlich stürzt es jetzt, aber dann ist sowieso Ende. Hihi. Oh nee, Hilfe, Hilfe. Kollegin. Also, du kannst es lesen hier unten, was da gequatscht wird. You need to stay here. Ja. We need to move. Kaffeepause. We're not abandoning them. No. Massimus Mantanzes is liberty. Mir hat nämlich die deutsche Synchronsprecherin von der Hauptfigur nämlich sehr gut die Stimme. Die deutsche finde ich nämlich sehr gut. Also, schade. But you become a distraction. Ich krieg's aber, ich hab's vorhin probiert, ich kann's nicht, es gibt keine Möglichkeit, das steht zwar Untertitel Deutsch, aber steht nicht, wie die Hauptsprache geändert wird. Das ist witzig, aber na gut. Ich hab's aber neu runtergeladen komplett, 128 GB. Und neu installiert, also hat ein blaues Auge oder wie? Nee. Aber Hauptsache, es läuft erstmal. Ja. Aha, aha. Na gut, hoppla. Uiuiui. Geht's aber ab hier. I knew you were military. Ja, ja. Paolo. Aha. You're right. Aha. I'm not your leader. But you've had one foot out the door now. Talia's committing executions. Revolution is chaos. Ja. Na gut, die Story, das ist immer dasselbe. Da muss man sich jetzt nicht... das kann man sich selber vorstellen, das ist die Story, das ist Danny. Immer, mein Gott, im Himmel her, das ist immer dasselbe, da brauchen wir jetzt nicht. Aber die deutsche Synchronstimme, die war witzig irgendwie, die war sympathisch, nett, ja, schade, schade. Vielleicht, ich, ja, muss man irgendwo vielleicht ins Eingemachte gehen, keine Ahnung. Da die Dinge, was weiß ich, keine Ahnung. Registry in on, die und jetzt finde und verhöre. Ah, das gehört noch dazu, oder? Finde und verhöre. Da war doch vorhin ein Flugplatz. Oh, wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt woanders oder wo sind wir denn jetzt? Mein Traktor ist weg, oder? Der war. Da, nee, da ist er, da ist er. Da ist er am Flugplatz. Kann man da einen Hubschrauber auch ordern? Jetzt warte. Das ist aber nicht der Hubschrauberlandeplatz hier. Warte, kann man da einen Hubschrauber auch rufen? Nein! Ja, nee, das ist der komische, das weiß ich nicht, wie der funktioniert. Den lassen wir mal. Jetzt muss ich da suchen. Ja, nee, wir haben ja da das Fahrzeug, jetzt warte. Muss ich da zu sich gehen. Ja, pass, Obacht. Nee, da ist aber kein Ding hier. Nee, da ist nur der Flugzeug. Und ich muss. Oh, da unten hin. Warte, dann tun wir da einen Wegpunkt setzen, dass wir das jetzt vielleicht hier mal Wegpunkt. Und dann gehen wir zu unserem Traktor, dass wir das dann hier mal hinkriegen. Muss ich auch da irgendwie rückwärts ausparken oder so. Jetzt warte. Müssen wir da wieder auf die Straße rauf dort kommen. Ja. Na gut, kann jetzt nicht so schwer sein. Da vorne ist eine Straße. Da sind wir reingekommen. Aha, auf die Minimap gucken. Und kann ja. Na gut, wir sind immerhin im Geschäft. Wir sind ja, on the way. Na gut, da läuft einer. Mensch, der läuft schneller als ich hier. Ein Hund. Na gut. Ja, bla. Naja. Aha, sehr schön, sehr schön. Na, also die Grafik ist wirklich wunderbar von dem Spiel. Das muss man jetzt auch Achtung geben. Wir sind noch richtig Geisel. Naja, gut, den hätten wir befreien können. Und naja, aber ich will jetzt mal schauen, dass wir hier mal erstens mal. Oh, da ist einer in den Graben gefahren, ob es läuft und dass wir hier mal die Hauptstory zu Ende kriegen und dann können wir uns den DLC, oh, der Panzer, DLCs widmen. Ja, Krieg in der Ukraine, ich sag mal nichts dazu. Was soll ich dazu sagen? Ich hoffe nur, dass, ja, unterbefugtes Betrieb, uiuiui. Was muss ich da machen? Finde und verhöre. Ich habe einen Trainer, ja gut. Was soll ich dazu sagen? Ich hoffe nur, dass ja Frieden herrscht. Frieden ist gut. Nicht Frieden ist nicht gut.
Aber was willst du machen? Da kannst du machen gar nichts. Da soll man, da kann man, ja. Nice house. Nice house. Schönes Haus. Immer Ziel abgeschlossen. Dann kann man jetzt mal die Svetlana beschäftigen. So, jetzt warte. Hey, it's Paolo. Just thought you should know what kind of monster Sergio is. Aha. Das carried out thousands of fucked up experiments on our cast. Ah, ja. Even kids done. Jetzt pass auf, auch gelange in die Villa. Rich. Ja. I have to get this piece of shit. Oh, schon wieder. Kamera, Kamera. Ich muss in die Villa. Da ist sie sicher. Jetzt warte. Da unten ist die Tür, oder? Jetzt, wenn die Kamera wegschaut und da ist ein Alarm. Jetzt warte, wenn wir den Alarm abschalten. Dann haben wir schon mal einen Alarm abgeschaltet und dann komme ich vielleicht ins Haus, oder? Aber da hat die Kamera jetzt abgeschaltet. Da komme ich ins Haus. Aha. So, ich suche. War ich da nicht schon dreimal? Aha. Gut, das brauchen wir nicht. Ah, da kommt einer. Ja, ich habe einen Trainer. Sollen wir den umhauen? Ich muss wahrscheinlich am Schluss sowieso alle umhauen. Jetzt warte. Ich muss durchsuche Sergios Büro. Wo ist sein Büro? Oben. Mindestens oben irgendwo, irgendwie. Wo geht's hier? Oben. Wahrscheinlich oben, oder? Wahrscheinlich oben. Sag ich doch. Ah, da ist die nette Kollegin. Beyoncé. Ne, wie heißt die komische? Ah, da sind wir schon im Büro. Schau her, schau her. Da war ich schon mal, weil das habe ich schon gefilzt hier anscheinend. Hoppla, Schallplatte, alles da. Gut, da ist was, komm her. Aha. Lesen. Und ich muss, was muss ich da? Muss ich da drauf drücken, interagieren? Ja, ja. Oh, da steht einer. Oder ein, nee. Ja, ich habe einen Trainer, unsichtbar Trainer. Hoffe ich mal, dass das... Entschuldigung, ja, ich bin ein friedlicher Mensch, aber wir spielen ja hier ein imaginäres Spiel und ich muss den Computer filzen. Da kommt noch einer, oder? Nee, das waren meine eigenen. Jetzt warte, ich muss den Computer filzen. Entschuldigung. Oh, muss ich den einholen, abhaken? Matthias, someone warned the doctor that we were coming. Ah. Sergio's on the run. Oh, oh. Don't let that piece of shit escape. He's a fucking murderer. Aha. Haben wir da sonst noch was irgendwie? Wahrscheinlich. Ja, nicht wundern, ich hab, ja, Trainer. Und jetzt muss ich, was muss ich jetzt machen? Erreiche den Yachthafen. Yachthafen. Entschuldige. Ja, ich mach's friedlich hier. Erreiche den Yachthafen. Gut, da kann man jetzt Fuß runtergehen, oder? Da muss ich jetzt da auf Zeit, oder? Nee, da gehen wir jetzt Fuß runter. Erreiche den, muss ich da auf Huch, da kommt einer. Auf Zeit nicht, oder? Du erreiche Sergio Wilfin, erreiche den Yachthafen, das machen wir. Das ist nicht weit. Scheint aber nicht abzustürzen. Hoppla. Ja. Get to the marina. Sergio might be escaping in his boat. Weil ja, jetzt müssen wir dann ihn hinterher oder keine Ahnung. Mal schauen, was hier passiert. Ziel abgeschlossen. Versteckt sich. Das rumpelt hier so blöd. Bring ihn lebend in dein... Oh! Nee, ah, nee. Ah, komm. Ich muss ihn einholen. Ach, du Schande. Oh, ja. Schei, schei, bin Geister. Wo ist denn der hin? Wo fährt denn der? Ja, toll, das haben wir jetzt wieder. Scheibengeister. Wo fährt denn der lang? Ja, toll, toll. Oh, nee. Ach, komm. Den kriege ich nie mehr. Scheibengeister. Entschuldigung.
Muss ich, ja, ja, ja. Oh, nee, Sprung da. Ah, ja, prima. Prima, toll, toll. Wie kann der dann da fliegen? Jetzt warte, Entschuldigung. Meine Fresse, den krieg ich. Oh, nee. Der ist über den Sprungschanze. Wo ist er hin? Da ist er. Ich habe, und wenn ich ihn eingeholt habe, was soll ich dann machen? Entschuldigung. Oh nee. Ah. Und jetzt? Und jetzt? Bring ihn neben den deine. Ja, wie soll ich denn das machen? Rammen. 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 Und dann? Oder wie? Ah! Scheiben. Ja, wie soll ich denn den. Bleibt der irgendwann stehen wahrscheinlich, oder? Hoffe ich mal. Ah, komm. Ja, die Steuerung ist ein bisschen wackelig hier. Mit dem Gamepad. Ich hoffe mal, der bleibt irgendwann stehen. Jetzt, jetzt. Nee, hallo. Hauptsache, ich habe hier... das Ziel ab... Ah, er speichert rechts oben. Er hat gespeichert. Speichert. Mehr wollen wir nicht. Oh nee, der schaut aus. You're going to treat me to prove you're the better doctor. Au. Au. Kaffeepause. The Vivero Processing Center Building 13. What the fuck, Paolo? You think El Doctor could run the outcast camps without people like this piece of shit? None of this. None of this whole fucking mess would be happening bitte? Without nee. Doctors Piece like him. Bla bla. Fuck him. Oh nee. Ja, da haben wir jetzt leider wieder diese vulgäre Sprache am Start. Ich kann auch nichts dafür. In der deutschen Version ist es zum Glück nicht ganz so schlimm. Aber ich meine, das ist eine Babysprache. Komm, hallo. Meine Fresse, da Babys finden das toll. Ja, haben es abgeschlossen. Also wenn man Kleinkind ist und geistig behindert, dann findet man das lustig. Danny, come meet me at the lookout near the Biovida Lab. We're going to hit a doctor where he lives. About fucking time. Meine Fresse, diese Babysprache hier. Das Jaguar E-Typ, oder? Look at hallo. That, Paolo. You Jaguar. Made me smile. Jaguar E-Typ. See you soon. Und jetzt Einsatz. Aha, aha. Na gut, Freunde, dann machen wir da mal Pause. Das heißt, ich schalte... Oh, da sind ja überall Minen hier. Ich schalte aus und wieder ein und dann anscheinend läuft's wieder. Dann machen wir mal hier Pause, gell? Herzlichen Dank für Speis und Trank. Seid mir bitte auch weiterhin wohlgesonnen und schaltet ein und traue meine Botschaft hinaus in die weite Welt, auf dass es euch wohlergehen möge. Adieu, bis zum nächsten Video.